So, es gibt ein neues Video von Alpha Kevin, das ich direkt am Anfang gucken möchte, dass es für YouTube wiederverwertet werden kann. Wenn ganz, ganz viele noch nicht da sind, gucken wir jetzt die Alpha Kevin Videos, ne, damit ihr freshen Ficker, die jetzt schon da sind, den freshen Content direkt am Anfang bekommt. Und dann können wir das auf YouTube hochladen, dass der Rest es sehen kann. Das ist doch ganz nett, oder? Außerdem bringt diese Gronkis-Rechtsgeschichte derzeit Klicks auch. Die ganzen Leute kommen und sagen, Karl schon wieder mit seiner unmöglichen Meinung, das geht doch gar nicht. Warum sagt er nicht einfach, Gronk ist nicht rechts und alle, die das behaupten, sind scheiße. Und jetzt, naja, mal schauen, was dabei rauskommt. Alpha Kevin ist ja derzeit auf einem Trip, ich möchte auch nicht sagen, Alpha Kevin ist auf einem Trip. Ich glaube, Alpha Kevin fühlt sich derzeit einfach in die Ecke gedrängt, weil der am laufenden Band von irgendwelchen Linken gesagt bekommt, dass er der Teufel ist. Ich hab die letzten Tage auf Twitter gesehen, dass Leute mit Antifa-Flagge im Logo, ne? Also jetzt wird's wild, Freunde, wirklich. Jetzt wird's wirklich selber wild. Leute mit Antifa-Flagge im Twitter-Profilbild haben Alpha Kevin gesagt, dass es ja kein Wunder sei, dass er so recht sei, weil er ja aus Chemnitz käme. Und ich denke mir, erstens, werter Genosse, ist das Karl-Marx-Stadt und zweitens ist das eine antifaschistische Hochburg. Ne? Der antifaschistische Widerstand in Chemnitz ist besser organisiert als in jedem verfickten westdeutschen, als in jeder verfickten westdeutschen Stadt. Warum? Weil es da viele Nazis gibt. Wo es viele Nazis gibt, gibt es auch einen sehr gut strukturierten antifaschistischen Widerstand in Karl-Marx-Stadt. Naja, mal gucken. Die Twitter-Bubble übertreibt maßlos und entlarvt sich komplett, ist das Video. Heißt das Video. Und es hat jetzt schon 30.000 Aufrufe nach ein paar Stunden. Eieieiei. Mal gucken. Das wird natürlich wieder... Ich vermute, dass das der linken politischen Bewegung wieder insane nutzen wird. Ich glaube, da hat man wieder ordentlich delivered. Da haben wir wieder einen richtigen Mehrwert. Wow. Indem wir Menschen wie Alpha Kevin jetzt dazu bringen, mit diesem Gesichtsausdruck Videos zu machen. Der Gesichtsausdruck von Olli ist doch schon wieder Aussage genug. Das wird doch jetzt eine Mischung aus... Oh Gott. Naja, wir schauen erstmal. Let's go. Beginnend möchte ich den Vortrag heute mit folgenden Worten. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Und damit willkommen zu einem erneuten, sehr schmerzhaften Video von mir. Ich danke euch jetzt erstmal für den Support in letzter Zeit. Bald haben wir die 200.000 Abonnenten, wenn es so weitergeht. Und ihr werdet mich auch massivst unterstützen, wenn ihr unter meinen Videos einen Kommentar da lasst oder auch ein Like gebt. Doch, was ist nun schon wieder passiert, dass ich genau dieses Video über Twitter schon wieder bringe? Und wir wissen alle, wer jetzt gerade mit offenen Armen auf Olli zurennt. Ja, die bürgerliche Mitte und der rechte Rand, die laufen jetzt mit offenen Armen darauf zu. Aber, Alpha Kevin, auch ich stehe hier mit offenen Armen, mein Genosse. Komm, du lebst in Karl-Marx-Stadt. Komm. Komm und besinne dich deiner Progressivität. Nun ja, das ist halt mehr oder weniger eine Fortsetzung von meinem letzten Video, wo es um die Gronkh-Thematik ging. Weil diese Gronkh-Thematik meinten ja die einen, dass Gronkh nicht rechts sei und dass die ganzen Anschuldigungen absoluter Blödsinn sind. Die anderen kommentierten wiederum, dass Gronkh ein Jammerlappen sei, bei welchen es ja nur um sich dreht. Der alte, weiße Cis-Mann. Ich habe dann auf ganz entspannt ziemlich dumme Takes auf meinem Twitter-Profil veröffentlicht und mich darüber lustig gemacht. Und dann kam wirklich ein dummer Take nach dem anderen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber ich sage euch auch ganz ehrlich, ich möchte es euch auch nicht vorenthalten. Bevor es aber losgeht, bitte lasst Choyoka, Freiraum Re und so weiter außen vor. Die haben mit der ganzen Sache hier gerade nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, Choyoka sagt momentan gar nichts mehr dazu und das ist auch fein, deswegen respektiert das bitte. Es geht hier wirklich bloß um die Leute, die absolute Scheiße tweeten und in meiner Wahrnehmung wirklich wahnsinnig dumme Aussagen bringen, wie beispielsweise der User Dave links der Mitte. Wer ihn nicht kennt, er selbst ist auch Twitch-Streamer, er unterstützt die Antifa. Ob seine Aussagen jetzt aber dafür so repräsentativ sind, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber was der Typ für Aussagen in Gronkh gebracht hat, das ist wirklich einfach nur noch dumm in meinen Augen. Er schrieb nämlich, dass jeder misogyn ist, der deaktiviert. Ihr miesen kleinen Wichte, jeder von euch misogynem Haufen, der dazu beigetragen hat, ist Dreck in meinen Augen. Faschistoide Entmenschlichung an der Stelle. Möget ihr nie wieder die Dinge im Supermarkt finden, auf die ihr Bock habt und immer Angst haben, bei Regen auszurutschen. Dazu beigetragen hat, dass sich Choyoka jetzt auf Twitter deaktiviert hat. Darunter hat dann ein User eine... Ja, auch an der Stelle muss ich sagen, wobei der hat gut die Runde gemacht, ne? Es trifft ja inhaltlich einen Punkt, denn auch mit sehr, sehr viel Wut im Bauch, aber trifft er ja dennoch inhaltlich einen Punkt. Ich denke, dass die Deaktivierung von Choyokas Internetauftritt, zumindest so auf Twitter und so, und dass sie jetzt gar nicht mehr politisch spricht, schon sehr mit dieser auch irrationalen Hassbelagerung zusammenhängt. Ne? Das ist eine ziemlich psychische Belastung für einen Menschen, wenn er die ganze Zeit auf die Fresse bekommt. Und gerade wenn man, gehen wir mal davon aus, dass Pia vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Formulierung bereut, darauf wird sich gestürzt wie auf einen warmen Kuchen. Ne? Die stellen sich hin und sagen, ja, man muss das aber auch alles aushalten, wenn man dann an der und der Stelle, ja, aber I don't know.
Und dann hast du wirklich so Gamergate 2.0 ähnliche Bewegungen. Da wird schon sehr, sehr viel misogyner Dreck von sich gegeben. Das kannst du ja nun nicht negieren. Das geht nicht. Du kannst dich nicht hinstellen und sagen, okay, hier geht alles mit vernünftigen rechten Dingen zu. Das passiert ja einfach nicht. Alles wird irrational aus dem Zusammenhang gerissen und dann wird ein riesiger... Was ich damals gelesen habe. In dem Fantasy-Buch geht es um einen jungen Jäger, welcher von den Elfen aufgenommen wird. Dort lernt er mit Tieren zu reden. Folgedessen wird er vegan. Nur mag der Autoren vegan. Wie heißt das Buch? Also, was ich sagen wollte, derzeit werden unglaublich viele Aussagen, auch von eher irrelevanten Leuten im linken Spektrum, absolut außerhalb jeder proportionalen Gerechtfertigung aufgeblasen und es wird sich dran aufgehangen. Und das hat schon kampagnenähnliche Ausmaße angenommen. Und wie gesagt, immer alles mit Aufhänger, das ist die Shuyoka-Freiraum-Rebubble. Das ist ja immer der Aufhänger dahinter. Es geht immer, egal was, wer, wann, wo, wie sagt, es ist immer die Shuyoka-Bubble, die es tut. Und damit geht ganz viel irrationaler Hass auch in Richtung von Pia. Und da muss man solidarisch sein. Ja. Beigetragen hat, dass sich Shuyoka jetzt auf Twitter deaktiviert hat. Darunter hat dann ein User eine Nachricht von Dave gepostet, welche er unter einem Video schrieb, wo es um Gronkh ging. Unkonkreter und egozentrischer geht's nicht. Das Ding hat nichts mit ihm zu tun. Aber trotzdem kriegt der Cis-Dude es hin, dass es sich um ihn dreht. Gronkh ist ein Lappen. Ja, auch da inhaltlich korrekt. Also, was heißt inhaltlich korrekt? Der Inhalt, den man da rausziehen kann, würde ich sogar zustimmen. Danke für die Radikalisierung. Diese ganze Geschichte mit dem Vorwurf der Belästigung von Shuyoka auf der Gamescom 2017 oder so, damit hat Gronkh relativ wenig zu tun. Und er hat sich natürlich aus allem rausgehalten, ne? Aber für mich persönlich ist aus allem raushalten dann auch tatsächlich überhaupt nichts dazu sagen. Und in diesem Fall wurde dann eine sehr unkonkrete Statement rausgefeuert, was man schon in den falschen Hals bekommen kann. Ich will auch kurz sagen, warum. Wenn man sieht, dass dort ein Konflikt herrscht und dann stellt sich so ein Gronkh hin und sagt, ey, ich habe immer auf der einen Seite musste ich permanent mit meinem Kopf schütteln. Ja, dann tut mir leid, aber das ist eine Aussage, die ist nun alles andere als sich aus allem raushalten. Das ist eine Bewertung. Das ist eine ziemlich eindeutige Bewertung sogar. Das heißt, übersetzt, beim Empfänger kommt an, Shuyoka hat sie nicht mehr alle. Alles, was die erzählt, ist zum Kopfschütteln. Und die hat auch bei mir gelogen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ich hoffe, dass mich da irgendwann mal jemand korrigieren kann. Und ich meine das wirklich nicht böse. Es ist keine böse Absicht dahinter. Ich meine das nur, weil das mein aktueller Wissensstand ist. Mein aktueller Wissensstand ist, die Lüge, die Shuyoka verbreitet hat über Gronkh, ist, dass dieser Hogwarts Legacy Follow-Up-Stream sein reichweitenstärkster Stream oder zahlenstärkster Stream gewesen ist. Und das stimmt nicht, weil er schon mal bei Friendly Fire mehr hatte. Ich glaube, das ist die Lüge dahinter. Und ja, I don't really know, ob man das jetzt so unkonkret da stehen lassen sollte. Ne? Also wie gesagt, I don't know. Nein, die Lüge ist, dass es kein Shitstorm war. Ja, okay, das könnte man auch noch. Aber auch das wird bei mir so ziemlich in die gleiche Kategorie reinschallern, ne? Ich habe das so verstanden, dass die Lüge sei, dass es keinen Shitstorm gab. Ah, okay. Ich würde auch sagen, dass es einen Shitstorm gab. I don't know, hat Gronkh jetzt nicht 6 Monate die Fresse gehalten? Hat nach 6 Monaten gesagt, dass sie über ihn gelogen hat und dass er findet, dass sie zum Kopfschütteln ist. Kein Plan, warum man daraus aber jetzt so ein Fass machen muss. Hat sich 6 Monate lang rausgehalten. Ja, ich verstehe das, aber es kommt doch zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, wenn du verstehst, was ich meine. Also, diese Hogwarts Legacy-Geschichte lief ja weitestgehend unabhängig von dem, was jetzt passiert, ne, mit den Vorwürfen der Belästigung, die gemacht worden sind und der Skuros-Geschichte drumherum. Und es ist ja nun so, dass Shuyoka jetzt wieder ordentlich auf die Mütze bekommt. Auch nicht viel Zuspruch, sondern eher schon zack, 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 drauf, 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 drauf. Und wenn man dann in diesem Zeitpunkt auch noch so ein Ding rausbrettert, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen, wenn man das als Solidarisierung mit der Gegenseite interpretiert. Ne? Das ist schon ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, sowas zu machen. Und es ist auch nicht sich aus Sachen raushalten, sondern das genaue Gegenteil. Ja? Das Problem ist, dass sie vorher die ganze Zeit über Cancel Culture und nicht Shitstorm gesprochen hat. In dem Clip, in dem sie immer wieder gezeigt wurde, hat sie sich meines Wissens nur falsch ausgedrückt. Das ist so schade, wie alles aus dem Kontext gerissen wird. Das kommt noch dazu. Ich habe es selber auch nicht gesehen, aber wenn das stimmen sollte, ist das nun mal eine sehr, sehr übliche Methode reaktionärer Menschen, dass sie versuchen, den gesamten Case irgendwie auf so einem Clip aufzumachen und dass der Rest keine Rolle spielen würde. Und wir alle wissen, ey, wenn du 2,5 Stunden über ein Thema sprichst, dann hast du eigentlich immer einen 30-Sekunden-Clip, den man aus dem Kontext reißen kann und wo man dann
Pipi macht. Ne? Ganz ehrlich, als jemand, der Shuyuka null leiden kann durch ihre Aussage, durch ihre Aussagen und meine Betroffenheit in eines ihrer angesprochenen Themen, verstehe aber deinen Punkt zu dem Timing. Ich verstehe das jetzt nicht so ganz. Also erstmal, sind ja Betroffene keine homogene Masse. Ne? Es gibt ja ganz, ganz viele auch, das haben wir ja auch bei dieser Hogwarts Legacy-Geschichte gesehen. Und ich würde im Nachhinein für mich persönlich so bewerten. An der einen oder anderen Stelle wurden Aussagen getätigt, wo Betroffenen ihr Zuspruch zu Hogwarts Legacy abgesprochen worden ist, wo gesagt worden ist, ja, die ist zwar betroffen, aber die soll ihre Klappe halten, die sind irgendwie wie Woman for Trump oder so, die wissen es einfach nicht besser. In der Realität ist nun mal nicht jeder betroffene Mensch automatisch aktivistisch tätig. Ganz, ganz viele sind so in ihrer eigenen Lebensrealität und das auch verständlicherweise, dass sie weder die Kraft noch die Energie haben, sich großartig aufklärerisch mit ihrer selbst zu beschäftigen. Das ist so. Und dann sind Fantasy-Universen auch sowas wie ein Zufluchtsort. Und wenn wir jetzt, und die gibt es, viele Transmenschen haben, die irgendwie in Hogwarts Legacy etwas super, super Versöhnliches sehen oder etwas super Positives sehen, na, dann sollten wir ihnen das auch nicht absprechen. So, das ist dann nichts, wo man sich hinstellen sollte und sagen sollte, ey, diese Meinung, obgleich betroffen, hat keinen Wert und das stimmt gar nicht und das sieht sie anders und ich weiß das besser. Sollte man nicht machen. Ne? Auf der anderen Seite darf man aber auch aktivistisch tätigen Menschen nicht absprechen, dass diese ganze Hogwarts Legacy-Geschichte schon ein riesiger Clusterfuck ist. Und dass auf einer inhaltlichen Ebene da schon sehr, sehr viel Wahrheit gesprochen worden ist. Danke, Karl, für deine Arbeit. Wenn du jetzt jemanden hast wie J.K. Rowling, die ja nicht nur transfeindliche Aussagen tätigt, sondern tatsächlich auch politisch aktivistisch tätig ist, indem sie Geld schickt, indem sie Kampagnen finanziert, indem sie sich öffentlich zeigt und repräsentativ ist für gewisse konservative, dann auch transfeindliche Strömungen, dann sollte man tatsächlich in dem Fall Kunst und Kunstwerk nicht voneinander trennen. Das hat was mit Aufklärungsgrad zu tun. Ich finde Harry Potter als Universum auch immer sensationell geil und ich habe die Filme echt sehr gefeiert, ich habe die Bücher auch gelesen, aber die Brücke ist gesprengt für mich persönlich. Ich kann Harry Potter und so nicht mehr genießen, weil mir permanent diese J.K. Rowling-Geschichte im Kopf bleibt und ich damit nichts zu tun haben möchte und ich auch nicht dafür sorgen möchte, dass die in ihrem unendlichen Reichtum noch unendlich reicher wird. Ich verstehe das und ich verstehe Leute, die da aktivistisch tätig sind. Und vor allem verstehe ich den ganzen Frust, der da durch den Aktivismus ging, weil es so einfach gewesen wäre, sich zu solidarisieren. Es wäre so einfach gewesen, zu sagen in der Öffentlichkeit, ey, ich spiele das nicht. Ja? Das wäre wirklich so... Ich ficke auch gerne. Selbst wenn es nur ein Lippenbekenntnis gewesen wäre, selbst wenn die Leute in der Öffentlichkeit gesagt hätten, ja, ich stream das nicht und ich spiele das nicht und dann hätten sie es halt privat gestreamt. So. Weißt du, selbst das wäre ja noch besser gewesen als dieser Pseudokampf, der geführt worden ist auf dem Rücken der Betroffenen, wo man eben dann am Ende des Tages hatte, spielst du Hogwarts Legacy, bist du ein Transfeind, was ja Schwachsinn ist, oder aber wir boykottieren das und wer an Harry Potter denkt, ist ein Transfeind. Das ist auch falsch, ne? Das ist ja alles falsch. Und dann wurde da so eine aufgeblasene Pseudodebatte draus, wo es null um Inhalte ging. Ne? Die eigentlichen Inhalte, die man hätte verwerten können und was ja auch teilweise gemacht worden ist, wäre eine Aufarbeitung der transfeindlichen Kampagnen von J.K. Rowling und ein aufklärerische Inhalte, warum man dann vielleicht Harry Potter als Franchise meiden sollte. Das wäre ja Best Case gewesen. Aber wir kriegen das auch nicht hin. Ich krieg das auch nicht hin. Oder hab's nicht hinbekommen. Jetzt auch in Zukunft wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle nicht hinbekommen. Wir bekommen es nicht hin, von Aufklärung zu Handlungsaufforderung und wenn nicht befolgt wird, Verurteilung zu gehen. Und das ist das, was so unglaublich schädlich gewesen ist an dieser Harry Potter Geschichte. Dass ganz, ganz viele Nicht-Betroffene, die sich als Allies sehen und dann auch Allies, viele auch Allies sind, ganz, ganz viele sich hinstellen, darüber aufklären und dann sagen, wenn du nicht zu dem gleichen Schluss kommst wie ich, ja, oder nicht den Aufklärungsgrad genossen hast wie ich und das nicht boykottierst, dann bist du ein Transfeind. Und das ist das, auch wenn das nicht direkt gesagt worden ist, ist das so der Vibe, der bei den Bürgerlichen angekommen ist. Und jetzt können wir uns stundenlang im Kreis drehen und haben auch recht damit, wenn wir dann sagen, ey, pass mal auf, das wurde so nie gesagt und dass das bei euch so angekommen ist, damit, ihr seid das Problem. Das können wir machen. Aber auch damit lösen wir keine Probleme, sondern damit führen wir Konflikte und schlagen Schlachten, die es so eigentlich gar nicht geben sollte. Und naja, die Konsequenz aus dieser Geschichte ist jetzt, dass wir den Gronkh haben, der sich zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt jetzt nochmal auf diese Art positioniert und was unproportional riesig aufgeblasen wird. Das ist wirklich sehr bedauerlich. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Und das Bedauerlichste ist, dass der zu Recht von sehr, sehr vielen empfundene, wie soll man sagen, diese Wut, die dann bei Leuten aufkommt, jetzt wahrscheinlich auch bei Dave. Dave ist auch, dem macht das wahrscheinlich genauso fertig und der ist genauso wütend über den
Umgang mit diesem Thema, dass man sich dann dazu hinleiten lässt, dann doch die inhaltlich wahrscheinlich im Kern sogar richtigen Dinge sehr provokant und beurteilend rüberzubringen. Und dann gehen die Leute wieder in reaktive Haltung. Jetzt haben wir so ein Alpha-Kevin-Video, wo über die Linken abgeschissen wird. Ja, keine Ahnung, ob das dann so gut ist. Also, wenn wir dich jetzt neben Gronkh stellen, dann ist Gronkh definitiv der Lappen. Bin ich natürlich auch vollkommen der Meinung, aber es ging noch weiter. Unter diesem Post erklärte sich Dave nämlich auch nochmal. Erbärmlich ist sein unkonkretes Rumgeheule. Ihr seid die größten Lappen, die man sich vorstellen kann. Ja, stimmt. Gronkh hat auch die ganze Zeit rumgeheult. Ach nee, warte. Gronkh hat ja nie was dazu gesagt, außer jetzt ganz zum Schluss und das nur ein paar Worte darüber verloren. Das scheint aber schon zu reichen, um als Rumgeheule zu gelten, währenddessen Daves Leben gefühlt zur Hälfte daraus besteht, über irgendwelche kritischen Aussagen rumzuheulen. Kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Das gleiche schrieb ich dann übrigens auch nochmal auf Twitter und dort erklärte sich Dave dann nochmal erneut mit diesen Worten. Unkonkretes Rumgejammer und mit misogynen, transfeindlichen Arschlöchern solidarisieren ist jetzt ernst. Und auch hier, so, jetzt müssen wir über das Wort solidarisieren sprechen. Und wir müssen anerkennen, und das sollten wir auch anerkennen, dass Dave solidarisieren hier im Kern richtig verwendet hat. Wenn du dich in einem aufgeblasenen popkulturellen Thema auf eine Seite schlägst, ganz klar und eindeutig, dann solidarisierst du dich automatisch mit der Gegenseite. Das ist nun mal so. Also wie soll ich das sagen? Sagen wir mal, wir haben jetzt hier eine Klopperei zwischen ein paar Linken und ein paar Nazis. So, und dann stelle ich mich hin und sage, naja, also was die Linken da gemacht haben, das geht gar nicht. Ja, dann solidarisiere ich mich mit dieser Verurteilung der einen Seite automatisch mit der anderen. Das ist nun mal so. Das bedeutet solidarisieren. Ne? Was bei den Bürgerlichen irgendwie, oder ich will Bürgerliche jetzt nicht als Triggerwort verwenden, also was bei den... Wie soll ich das sagen? Bei Leuten, die nicht so im Activism drin sind, ne? Bei Leuten, die nicht so, ne, die nicht so versiert sind vielleicht, ohne das jetzt negativ meinen zu wollen, aber da kommt dann an, nennen sie Normies, ich weiß nicht, Unaufgeklärte, was auch immer, so, ihr wisst, was ich meine und ich meine es nicht böse, in dem Fall. Normalerweise meine ich das böse, in dem Fall meine ich es nicht böse. Wenn jemand schreibt, ich solidarisiere mich mit X, ne? Dann ist das eine Solidarisierung. Aber Solidarisierungen sind sehr vielschichtiger. Man kann sich ja auf Meta Ebene solidarisieren, man kann sich zwischen den Zeilen solidarisieren. Das ist im Kern genommen eine Solidarisierung mit der Gegenseite. Das ist richtig. Die Frage ist nur, ob es die richtige Entscheidung ist, das so niederzuschreiben. Weil es dann für jemanden wie mich und wahrscheinlich auch für die meisten von euch verständlich ist, aber in dem Fall bei allen anderen beschissen ankommt. Ja. Weil was wurde denn von links gemacht? Von einigen Linken. Nicht von links, von einigen Linken. Was wurde denn von einigen Linken gemacht? Ich habe Tweets gelesen, wo drin steht, Gronkh solidarisiert sich eindeutig mit transfeindlichen Aussagen. Ja, nein, macht er nicht. Hat er auch nie gemacht. Ist Schwachsinn. Ne? Und auch wenn man das da rein interpretieren kann und wenn man das verargumentieren könnte und man dann in irgendein Plenum damit auch ein paar Stimmen bekommt und alle sagen, yo, so ist es und das geht, ist es doch nicht das, was da passiert ist. Zunehmend oder wie? So ernstzunehmend, wo du einen Null-Follower-Account als die Bubble darstellen willst. Leute, könnt ihr mir mal bitte die Stelle zeigen, bei welcher sich Gronkh mit irgendeinem Transfeind solidarisiert hat? Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Denn das ist mir neu. Ach so, warte. Ich weiß jetzt, wo und mit wem er sich solidarisiert. Gronkh solidarisiert. Gibt es nicht mehr genug Rechte im Internet oder warum investiert man seine Zeit in solche Diskussionen? So, pass auf, auch da. Das, was draus gemacht worden ist, da, wo wir derzeit sind, ist diese ganze, ich nenne es jetzt mal Pia-Bubble-Geschichte, weil so wird es ja von den allermeisten, also auf das wird es ja reduziert, schon sehr, sehr schädlich und sehr misogyn im Kern. Und damit ein ernstzunehmendes popkulturelles Phänomen. Also, wir haben ja, und das kann man nicht negieren, schon eine überproportionale große Hasswelle gegen zwei politisch aktive Frauen in unserer kleinen Welt, ne? Twitch und YouTube und so. Und das ist etwas, dem man sich widmen sollte. Und dem man sich widmen kann und wo man solidarisch dahinter stehen sollte und darüber aufklären sollte. Die Frage ist nur, wie wir darüber aufklären. Im Internet ist es nicht so einfach wie im realen Leben. Im Internet sind solche Kampfansagen, solche Aussagen immer wieder zu nutzen von Unbeteiligten, die damit Klicks machen möchten. Und die auf einer sehr einfachen Ebene solche Aussagen, die man ad absurdum stellen kann, dann auch nutzen, wie jetzt hier gerade gesehen. Also der Tweet, Gronkh solidarisiert sich mit Skrulls, misogyn und transfeindlich, Männer müssen halt zusammenhalten, wenn sie kritisiert werden, das ist ein Bärendienst. Damit tust du niemandem einen Gefallen, das ist nur Frustabladung. Warum betonst du politisch aktive Frauen? Es sind doch zwei politisch aktive Menschen, die halt zufällig zwei Frauen sind. Na, das stimmt nur bedingt. Das stimmt deshalb nur bedingt, weil der Großteil der Zuschauer
Zuschauerschaft in diesem ganzen Mikrokosmos Twitch und YouTube vornehmlich männlich ist. Und wir wissen, und das ist auch nicht irgendwie eine Meinung oder so, sondern wir wissen, dass Männer von anderen Männern eher Dinge annehmen. Und das bedeutet, dass wenn du im politischen Sektor unterwegs bist, auf Twitch oder auf YouTube oder wo auch immer, du einen riesigen Vorteil hast, wenn du ein Mann bist. Du wirst nicht kleingeredet, du wirst im Schnitt ernster genommen als Frauen, weil Frauen, die sich mit Politik beschäftigen, das ist auch wieder so ein klassisches Geschlechterrollenbild, die sind nicht so ganz ernst zu nehmen. Ne? Also Frauen, die Gaming machen, ja, die können das nicht so und lass die doch mal machen an ihrem Handy, aber das ist ja kein richtiges Gaming. Und so ähnlich ist es dann auch transportiert auf Politik und zwar schon immer gewesen. Frauen durften einen Großteil unserer demokratischen Karriere hier auf diesem Planeten gar nicht erst wählen. Frauen wurden politisch eingeschränkt, wo auch immer sie versucht haben, aktiv zu werden. Frauen werden im Schnitt nicht so ernst genommen bei politischen oder gesellschaftskritischen Themen wie Männer. Männer haben es da einfach sehr viel einfacher. Und gerade wenn Männer Fehler machen, werden sie sehr viel weniger hart bestraft für diese Fehler. Weil Männer den Vorteil haben, dass sie sich hinstellen können und mit genug Selbstbewusstsein den Scheiß einfach vom Tisch zu schieben. Wenn ein Mann einen Fehler macht und sowieso einen sehr männlichen Auftritt hat, dann kann er einfach sagen, ach komm, fick den Scheiß einfach. Das ist alles Kacke, Unsinn, hahaha, und dann ist es in Ordnung. Wenn Frauen, die politisch aktiv sind, Fehler machen, mein lieber Scholli, dann geht's richtig rein. Schon immer so gewesen. Dann wird richtig reingedrückt. Und deswegen ist es für mich in meinem Werteempfinden sehr wichtig, in diesem Fall auch den Fokus aufs Geschlecht zu lenken. Wir haben sehr wenig weibliche politische Aktivistinnen auf Twitch und die wenigen, die wir haben, werden bei jedem Fehler an irgendein Dorfbrett genagelt und dann wird drüber hergefallen. Das ist nun mal die bedauerliche Realität. Und deswegen hat auch genau diese, nennen wir es Kampagne, nennen wir es Ausnutzen eines Themas aus Reichweitengründen, ist auch egal, wie man das nennt, eine besondere Bedeutung. Ne? Okay, ich verstehe deine Ansicht da, auch wenn ich das nicht zu 100% teile. Ja, du musst das auch nicht teilen, dass es Frauen politisch schwerer haben als Männer, gerade wenn es um Wahrnehmung und um Ernstnehmung geht oder wenn es um Kompetenzzusprechung geht. Das ist auch keine Meinung oder Ansicht. Das ist das, I don't know, das ist bedauerlicherweise einfach so. Ich würde mir auch wünschen, dass es nicht so ist, aber es ist bedauerlicherweise so. Frauen werden nicht so ernst genommen wie Männer. Ich finde es nur doof, dass mir jetzt hier unterstellt wird, ich würde Dinge relativieren. Ich habe doch, nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Pudi, überhaupt nicht. Wenn hier irgendwelche Leute dir was schreiben oder dir was vorwerfen oder so, dann musst du, das ist nun mal ein sehr aufgepauschtes Thema und ganz viele Menschen sind da sehr emotional betroffen und interpretieren dann in einige Sätze vielleicht irgendwas rein. Nimm dir das nicht zu Herzen. Wenn du Fragen hast, frag. Ich versuche das bestmöglich zu erklären. Ne? Aber die Sache ging so, Lars, dass eine Frau eine Frau kritisiert hat. Punkt, Punkt, Punkt. Ach, Alter, du mach doch einfach einen Kopf zu, okay? Tut mir leid, aber. Dann haben wir angefangen, wissenschaftliche Erkenntnisse mit einer Meinung nichtig zu reden. Wann haben wir jemals damit aufgehört? Ne? Was ich sagen möchte ist, solche Tweets sind in meinen Augen ein Bärendienst, weil wir wissen, wie die verwertet werden. Wir wissen, dass niemand dieses Video sieht und sich danach denkt, ja Mensch, der Tweet ist absolut richtig. Weil so ein Gronkh und jeder andere, der jetzt nicht politisch versiert ist und nicht politisch aktiv ist, der liest das und denkt sich, ja, der hat sie nicht mehr alle. Der spinnt doch. Aber ist genau das hier, Männer müssen zusammenhalten, wenn sie kritisiert werden, etwas sozialwissenschaftlich Beobachtetes. Das ist Wissenschaft, so dumm das klingt. Aber wir wissen, dass Männer einander verteidigen bei sowas. Und wenn es auch nur unterbewusst ist. Und wir wissen auch, dass Solidarisierung eben nicht nur mit direktem Zuspruch passiert, sondern eben auch sehr viel, versteht ihr? Wenn ich mich hinstelle und sage, in diesem Konflikt gibt es nur eine Seite, die lügt und bei der ich ständig den Kopf schütteln muss und er dann bei Nachfrage nochmal konkretisiert, dass es sich dabei um Shoyoka handelt, ja, was mache ich denn dann? Das ist eine zumindest indirekte Solidarisierung mit der Gegenseite. Die Frage ist nur, ob wir das dann so konkret ausformulieren sollten, ne? Oder ob wir in dem Fall nicht einfach genau diese Situation nutzen sollten, um, I don't know, um Leute irgendwie verständlich auf unsere Seite zu bringen. In dem Fall kloppen wir uns jetzt. Als Außenstehender fällt mir auf, dass halt auch viel der angegriffenen Streamern es nicht fertigbringen, sich einmal von Followern zu distanzieren, die was standardmäßig über die Stränge schlagen,
bei der Linken sind das häufig Kiddies, die auf Social Media schwarzer Block spielen oder frustrierte Holzhammer-Stalinisten. Und beim konservativen Lager sind das irrationale Ängste vor der ominösen Woke-Bubble, eine von rechts stammende VT. Verstehe ich nicht, was du meinst, aber bei mir wird es, also ganz ehrlich, mir ist das egal, ob jemand hier im Internet einen schwarzen Block labt oder ob er tatsächlich im schwarzen Block ist. Meine Aufgabe ist es hier, möglichst viele Menschen dahin zu bekommen. Und selbst wenn die im Internet nur erstmal so tun, ist das schon mal etwas, von dem ich mich auf gar keinen Fall distanzieren würde, weil ich glaube, dass der schwarze Block der wichtigste Widerstand ist, und zwar schon immer und auch in der Zukunft. Ja? Der schwarze Block ist ja nicht nur die steinewerfende Gewalttouristentruppe, sondern der schwarze Block ist sehr viel mehr als das, und Gewalttourismus gibt es aus eigenen Erfahrungen da so gut wie gar nicht. Das ist nur das mediale Bild, das gebaut wird, um Polizeigewalten zu rechtfertigen. Der schwarze Block ist eine antifaschistische Truppe, die auch nicht großartig definiert ist, die man jetzt nicht, wo man nicht beitreten kann, sondern das sind einfach im Schnitt überdurchschnittlich aufgeklärte Menschen, die für linke Werte einstehen und dafür auch auf die Straße gehen. Und warum sie schwarz tragen, ist auch klar, weil Linke schon immer repressive Gewalt erfahren. Und wenn du einmal auf einer Demo gewesen bist, in auffälligen Klamotten, nicht getarnt, nicht in schwarz, nicht möglichst verdeckt und dann von irgendwelchen Nazis am Seitenrand fotografiert worden bist und auf einer Seite landest, mein lieber Scholli, dann wirst du dich beim nächsten Mal auch schwarz anziehen. Und das ist der schwarze Block. Das ist etwas Erstrebenswertes und ich möchte, dass Menschen dahin gehen. Ich möchte, dass sich Menschen mit dem schwarzen Block der Antifa solidarisieren und nicht nur das, dass sie Teil davon werden. Das ist meine Aufgabe hier. Deswegen werde ich einen Teufel tun, mich von denen zu distanzieren. Stalinisten, wieder was anderes. Die Kiddies, die im Internet auf Stalin machen, ja, die sollen sich bitte ein bisschen bilden. Ne? Aber das kommt im Schnitt mit der Zeit. Ich glaube, die allermeisten Linken, die in einem linken Aufwelt erwachsen geworden sind, hatten mal so eine Phase, wo die UdSSR abgefeiert worden ist. So traurig das klingt, aber es gehört leider auch dazu. Nenn mir einen Linken, der schon seit, keine Ahnung, der seit Jahren dabei ist, der noch keine Mao-Bibelzeit hatte. Die hatten viele, ne? Die meisten. Ich auch. Sich mit Skirros, misogyn und transfeindlich. Männer müssen zusammenhalten, wenn sie kritisiert werden. Digga, das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. In welcher Welt hat sich Gronkh eigentlich mit irgendjemand hier solidarisiert? Er hat ja nicht mal irgendwelche Namen genannt. Ist jetzt jeder ein Verbündeter von Skirros, der nicht der gleichen Meinung ist wie du, Dave? Nein, also hier auch da. Die Erklärung, warum hier von einer Solidarisierung gesprochen wird, auch wenn ich das selber nicht tun würde und auch wenn ich das für falsch halte, ist, dass er sich eben ganz direkt gegen die eine Seite dieses Konfliktes gestellt hat. Was dann automatisch, ne, Stalinist ungleich Stalins Terrorherrschaft gut finden. Leute bezeichnen sich halt als Trotzkist etc. Das ist nicht mit Gewalt und Terror gleichzusetzen, sondern eher wie der Ansatz war, bevor es mies wurde. Stalin war von Anfang an mies. Stalin ist kein Marxist. Stalin ist kein Kommunist gewesen. Stalin ist ein machtgeiler Mensch gewesen, der in jedem System an die Macht gekommen wäre mit den nötigen Mitteln. Stalin ist nicht mal ein Linker. Ich sag's euch ehrlich, da kracht's gewaltig. Gronkh ist auch scheinbar tatsächlich der erste Transfeind, der Organisationen für Trans mit hohen Geldbeträgen unterstützt. Aber hey, wenn man Geld für einen guten... Ja, und jetzt sehen wir, was dieser Bärendienst bringt. Ne? Auch wenn man's... Ey, guck mal, und das ist ja das Ding. So, ihr wisst wahrscheinlich genauso wie ich, dass so eine Spendenkampagne nicht automatisch bedeutet, dass der Mensch kein Transfeind sein kann oder nichts Transfeindliches sagen kann. Das wissen wir alle. Aber wie wirkt das denn für die Leute, die das konsumieren? Die Leute, die sich ein Bild machen und dann eine Entscheidung treffen? Zweck spendet, dann wird das auch augenscheinlich von einigen als Imageverbesserung wahrgenommen. Ja, Gronkh ist ein Jammerlappen. Der stellt sich in seinen Stream und sagt, es wurde gelogen, ohne zu sagen, was die Lüge gewesen sein soll. Dieses unkonkrete Rumgeschwurbel führt dazu, dass seine Community Menschen mit unkonkreten Schwurbel überschüttet. Was denn für unkonkret? Also hast du dich eigentlich mit dem Fall beschäftigt? Jeder weiß, wo gelogen wurde und was Gronkh auch damit aussagen wollte. Das Ganze habe ich auch schon in meinem letzten Video gezeigt. Aber wo denn? Warum wird das dann jetzt nicht gesagt? Das wäre doch jetzt ganz geil, weil ich weiß es wirklich nicht, was da hiermit jetzt konkret gemeint ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ehrliches Nichtwissen. Das ist jetzt einfach komplett ehrliches Nichtwissen. Es wurde sehr unkonkret gesagt, dass gelogen worden ist. So, und ich für mich persönlich ist es schon entscheidend, womit und worüber gelogen wurde. Wenn es da um irgendwelche Zahlen geht, oder dass das Wort Shitstorm unterschiedlich gewertet wird. Alter, ich weiß es nicht. Könnt ihr euch gerne anschauen, aber ich kann es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Gronkh bekam damals zur Hogwarts Legacy-Thematik einen ziemlichen Shitstorm ab. Er stand da durch den Zeitungen, wurde von einigen kritisiert, dies, das, Ananas. Und am
am Ende wurde gesagt, dass Gronkh ja nie einen Shitstorm erhalten hätte, weil er ja davon finanziell profitiert. War es nicht so, dass die ganzen Artikel über Gronkh sehr, sehr wohlwollend Gronkh gegenüber gewesen sind? War in meiner Wahrnehmung, aber es kann natürlich auch sehr, sehr eine sehr subjektive Empfindung meinerseits, weil du liest sowas ja immer mit aus einer gewissen Perspektive heraus. Und ich fand die großen Artikel, die ich gelesen habe, sehr, da wurde schon dieser Boykott als etwas sehr Irrationales dargestellt. Tiertat. Und im Vergleich zu seiner Community war der Shitstorm ja jetzt auch nicht so groß, deswegen soll man mal den Ball flach halten. Meint ihr, Gronkh juckt das keineswegs, wenn öffentlich über ihn irgendwas behauptet wird, was zum Teil gar nicht stimmt? Ach nee, warte, die Dimension war ja gar nicht so groß. Deswegen ist es ja okay. Es geht um die Dimensionen. Der Shitstorm war vergleichsweise klein, harmlos und verdammt gut entlohnt dafür, dass während dieser Zeit Transpersonen massiv unter Angriffen von Rechten gelitten haben, was ihr alle nicht mal mit einer Side-Note erwähnt hattet. Perfekt wieder das Empfinden von Gronkh runtergespielt. Ja, aber das ist nun mal auch genau die Wahrheit, ne? Und das spielt auch nicht das Empfinden von Gronkh herunter, sondern stellt es einfach nur in einen größeren Kontext. Und da muss man sagen, dass Dave mit der Aussage inhaltlich völlig richtig hat, also völlig richtig liegt. Das ist absolut korrekt. Im Verhältnis vom Bedrohungsgrad sind die Shitstorms nicht miteinander zu vergleichen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Es ist ein Unterschied, auch in der repressiven Gewalt, ob du als sehr beliebter Mann im Internet mit ordentlich Reichweite von ein paar Linken angegriffen wirst und dann als Antwort darauf Solidarisierung der eigenen Community auch finanzieller Natur bekommst oder aber, wenn du auf der Gegenseite permanent mit dem Tod gedroht bekommst, ja? Und aus dem Internet vertrieben. Ja? Das ist doch Cherrypicking. Absolut ist das Cherrypicking. Natürlich ist das Cherrypicking. Kann man machen. Ich meine, er ist ja reich. Man kann es da gar nicht abschätzen, ob das... Dem striebig Holzhammer-Stalinisten, by the way, und für mich als Außenstehenden ist die Auswirkung von schwarzer Block ein Synonym von Gewaltbereitschaft und Gewalt hat in der Politik nichts zu suchen, egal ob körperlich, verbal oder als Kommentar. Sehe ich anders, Günni. Ich glaube, dass Pazifismus etwas ist, das man sich mit Privilegien erstmal erlauben muss. Ganz, ganz viele Menschen können, egal wie pazifistisch sie sein möchten und wie sehr Pazifismus in ihrer Wertevorstellung besteht, nicht das Privileg genießen, auch gewaltfrei leben zu dürfen. Und das heißt jetzt noch nicht mal schwarzer Block, sondern das heißt einfach Betroffene. Betroffene haben nicht die Wahl, Gewalt zu erfahren oder nicht. Und gewaltbereite Linke, also Linke, die eben, also die gänzlich alle in der Überzeugung, also alle Linken sind, also was heißt alle? Ich will jetzt auch nicht alle sagen, aber der absolut überwältigende Großteil auch der gewaltbereiten Linken strebt eine pazifistische Welt an. Pazifismus ist so tief verankert in linken Werten, Gewaltfreiheit, das ist etwas, für das gekämpft wird, so absurd das mag, klingen mag, aber der Grund, warum ganz viele gewaltbereite Linke dann eben auch in der letzten Konsequenz Gewalt anwenden oder zumindest als Mittel nicht ausschließen, ist, weil eine gewaltfreie Welt erstrebt werden soll und erstrebenswert ist. Was jetzt für Gronkh ein großer Shitstorm war oder ein kleiner Shitstorm war, das kann nur Gronkh empfinden und offenbar hat er sich etwas gestört gefühlt und zum Schluss etwas dazu gesagt, was völlig legitim war. Und ja, Transpersonen werden ganz, ganz häufig angegriffen. Das bekomme ich selber mit. Das ist auch ein Riesenproblem und sowas sollte nicht existieren. Da hast du komplett recht. Was können denn aber wir oder was kann Gronkh denn in der Zeit dafür? Er wollte aus der Hogwarts Legacy-Thematik eine Spendenorganisation gestalten und über J.K. Rowling aufklären, aber das wolltet ihr ja nicht. Und jetzt steht Gronkh als der Dumme wieder da. Das kannst du dir halt einfach nicht vorstellen. Genauso wenig, wie man sich das vorstellen kann, was der Kommentar hier bezwecken sollte. Gronkh-Community, Rabbit Hole für ganz schwierige Menschen, schon immer. Von Faschismus bis Pedos, alles dabei. Und wenn ich sowas lese, dann das muss ich halt einfach echt mit dem Kopf schütteln und mir denken, ey, das ist halt echt ein Bärendienst, ne? Das ist natürlich Cherrypicking hier, weil wer auch immer das geschrieben hat, das ist doch total scheißegal, Mann. Das ist ein Tweet, den haben 90 Leute gesehen. 90! Der hat 0 Likes. 90 Menschen haben diesen Tweet gelesen. Der hat absolut keine Bedeutung und der ist auch absolut nicht repräsentativ für irgendjemanden. Erst recht nicht für irgendeine Bubble. Das Gehirn nimmt diese Information auf und bewertet sie. Erst in diesem Moment spürt der Mensch den Schmerz. Autsch. Also, das kann man kaum noch kommentieren, wie dumm das Ganze ist. Mal an die Antifa-Bewegung. Wollt ihr eigentlich so dämlich wahrgenommen werden? Nein. Oder warum schreiben Leute mit diesem Profilbild so eine unfassbare Scheiße? Weil die Antifa eben keine zentral geregelte Vereinslandschaft ist, sondern eine dezentral organisierte antifaschistische Aktion. Antifa bedeutet nicht, dass du einen Mitgliedsausweis hast. Es gibt nicht die Antifa. Es gibt mittlerweile noch nicht mal mehr eine bundesweite Organisation. Die gab es mal, die gibt es aber nicht. Und auch die war eher dezentral organisiert. So absurd das klingen mag. Antifa ist einfach nur die Bekenntnis, für antifaschistische Gründe in Aktion zu treten. Und das eben unter einer gemeinsamen Flagge der Antifa. Das heißt nicht, dass jeder, der auf Twitter irgendwie
einen Tweet rausfeuert und da 90 Views und 0 Likes drauf bekommt und noch nicht mal das Originale, also das eigentliche Antifa-Logo benutzt, sondern eine Abweichung davon, repräsentativ ist für die Antifa. Null. Null. Es gibt nichts, was repräsentativ ist für die Antifa. Sowas gibt es nicht. Acha lieferte uns übrigens auch einen ziemlich wilden Hot-Take. Weiß ja nicht, ob das muss, Herr Holsam, YouTube-Papa. Hetzen wir wieder die gesamte Riesen-Community auf kleinere auf? So wie damals bei der Rape-Joke-Sache und Sappho, ja? Macht das Spaß, alter weißer Mann? Naja, das war damals so und wir reden hier von 2019, dass Sappho meinte, Kronk mache gerne mal Rape-Jokes. Sie blockierte ihn daraufhin und Kronk konnte nicht mal lesen, was sie dort geschrieben hat. Also sie konfrontiert Kronk, blockiert ihn, sodass er es gar nicht sehen kann. Daraufhin schrieb Kronk, weil er es zugetragen bekommen hat, dass sie eine Furie sei. Also im Kontext betrachtet kann man schon verstehen, warum er dort seinen Unmut ausgelassen hat, weil wenn man eine Problematik an Kronk heranträgt und ihn direkt blockiert, ohne dass er das überhaupt sehen kann, darauf eingehen kann, dann ist das schon ziemlich weird. Ja, ich war das auch mit der Furie ein bisschen zu groß für seine Verhältnisse und er wusste vielleicht auch die Auswirkungen darauf nicht. Aber hier wird ja der Kontext nicht mal mit eingebunden. Also ich habe mich nie mit Antifa befasst so richtig. Ich habe nur mitbekommen, dass Anarchie da irgendwie auch eine Rolle spielt, aber ich kenne die Zusammenhänge nicht. Kannst du mich da aufklären? Antifa heißt einfach nur antifaschistische Aktion. Das ist legit fucking alles. Das ist für Menschen, die sich unter dieser Welt einfach genötigt fühlen oder in dieser Welt genötigt fühlen, gegen den Faschismus in Aktion zu treten. Das bedeutet Antifa. Da gibt es einen Haufen, die anarchistische Ansätze verfolgen. Da gibt es einen Haufen, die das nicht tun. Antifa heißt einfach nur antifaschistische Aktion. Und das ist mehr als Antifaschist sein, definitiv. Ich halte nichts davon zu sagen, jeder Antifaschist ist Teil der Antifa, weil viele Antifaschisten in Deutschland sich Antifaschist nennen. Das ist aber nicht mehr und nicht weniger als ein Lippenbekenntnis. Ich meine, Hans-Georg Maaßen nennt sich Antifaschist. Philipp Amthor nennt sich Antifaschist. Wahrscheinlich wird sich sogar Friedrich Merz Antifaschist nennen. Das ist einfach sehr viel mehr. Antifa-Zugehörigkeit ist etwas, das man sich nicht verdienen muss, dass man nicht irgendwie zugesprochen bekommt oder so, sondern es ist eher so eine Überzeugung, die man in sich hat, gegen faschistische Strukturen in Aktion zu treten. Und das dann eben unter einer Zugehörigkeitsgefühl schaffenden Flagge, das Abzeichen sozusagen, wie auch immer man das nennen möchte. Ist man schon Antifa, wenn man beispielsweise AfD-Wahlplakate abreißt? Ja, das kann man jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall, also es gibt Antifa-Ortsgruppen, die das machen, ja. Das ist in Aktion treten gegen Faschismus. Also AfD-Wahlplakate abreißen kann da sehr gut dazugehören. Und was die allermeisten des schwarzen Blocks haben ihren PMK-Links-Eintrag tatsächlich davon, dass sie mal ein paar NPD-Plakate abgerissen haben. Ich möchte jetzt hier auf niemanden anspielen, niemanden bewusst, aber die erste PMK-Links-Zuordnung, die gab es dann nach mehrmaligem Vandalismus. Ja, das kann passieren, ja. Nicht mehr lesen. Das ist einfach ein alter, reicher Mann, der sich für sein Image interessiert. Nichts weiter. Das sieht man doch an seiner Reaktion. Nach Monaten geht es wieder nur um ihn. Vor allem, es geht nur um ihn. Liegt es vielleicht daran, dass ihr euch doch ständig darüber empört, was Kronk denn für ein schlechter Mensch ist und deswegen geht es um ihn und nicht, weil er sich zu irgendwas äußert? Daraufhin schrieb ich, by the way, dass er ja hierbei unterstellt, Kronk würde ja scheinbar nur das Geld spenden, um sein Image zu verbessern. Und daraufhin meinte dieser Danny folgendes. Was denn für eine Unterstellung? Danke dir, hab's verstanden. Ist aber echt hart, als Unwissender sowas zu fragen, wenn sofort sich viele hier drüber lustig machen. Ja, aber das liegt ja auch daran, weil, also das hier ist schon ein sehr, 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 sehr antifa-freundlicher Stream. Ne? Also wir sind hier, ich glaube, ein Großteil der hier chataktiven Leute sind selbst schon auf der Straße aktiv gewesen oder immer noch auf der Straße aktiv, hoffentlich zumindest, ne? Oder haben zumindest vor, in Zukunft aktiv zu sein. Und dann kriegst du vielleicht den ein oder anderen Kommentar, bei dem man sich dann über Unwissenheit lustig macht. Mir ist das, von mir kriegst du das auch gelegentlich, wenn ich einen schlechten Tag habe. Ich bin da auch mal hü, mal hot. Wenn ich schlecht gelaunt bin, lache ich dich auch einfach aus. Aber heute habe ich einen guten Tag. Heute versuche ich dann auch ein bisschen die Basics zu erklären. Ne? Wir sind auch regelmäßig Trolle unterwegs. Ehrliches Interesse wird immer gerne beantwortet. Oder ich hätte es auch so ausdrücken können wie Marvel. Das wäre dann sehr viel schlauer gewesen. Habe ich aber nicht gemacht. Streichen wir meine Erklärung von davor. Und die offizielle Antwort ist, ehrliches Interesse wird bei mir immer beantwortet. Trolle werden ausgelacht. Das ist eine sehr viel bessere Antwort. Vielen Dank. Die Antwort ist eingeloggt. Interpretiere mal nicht mehr in den Tweet rein, als ich geschrieben habe. Das, was du hier gerade machst, ist eine Unterstellung. Wäre cool, wenn du das lässt. Also ich darf nicht unterstellen. Okay, das ist auch richtig so. Aber was impliziert denn bitte dein Tweet, wenn du schreibst, dass er sich ja nur für sein Image interessiert und nichts weiter? Und das in Bezug aufs Spenden. Natürlich sieht es dann so aus, als würdest du ihm das unterstellen. Und das ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich für jeden. Auch wild war Lucy. Sie zitierte mich auf Twitter mit folgenden Worten. Mal wieder typischer latent rechter Meinungsblocker-Take. Transmenschen sind
sind mal wieder selbst an ihrer Diskriminierung schuld. Leute, in welcher Welt leben wir eigentlich, dass ich irgendwas in so einer Art gesagt hätte oder habe? What the fuck? Schon die erste Antifa-Flagge von 32 zum Beispiel hatte zwei rote Flaggen für Sozialismus und Kommunismus. Nein. Die erste Antifa-Flagge kam aus der DKP, also aus der kommunistischen Szene in Deutschland. Und die erste Antifa-Flagge in Deutsch war gänzlich in Rot gehalten, soweit ich das weiß. Also die erste Antifa-Flagge war einfach komplett rot im Stil aller roten Flaggen des Kommunismus damals. Und bevor es dann verboten worden ist, kurze Zeit später. Spaß mit Flaggen, ja. Und dann mit der Zeit wurde dann schwarz und rot, ne, für Kommunismus und Anarchie. Fuck, also ich habe nie behauptet, dass Transmenschen selber dran schuld sind für die Diskriminierung. In welcher Welt lebt die? Also hat die irgendwas mitbekommen? Auch geil, dass man direkt latent rechts ist, wenn man meint, dass Gronkh sich zu Recht über den Skandal zum Schluss geäußert hat. Will kein heterosexueller Cis-Kevin wissen und ihn interessiert es, was Cis-Kevins wollen. Jetzt... Anarchie aber schon etwas cringe. Naja, Kommunismus ist konsequent zu Ende gedacht auch Anarchie. Ich glaube, Anarchie ist auch so ein Begriff, unter dem jeder mittlerweile was anderes versteht. Aber anarchistische gesellschaftliche Züge sind auf jeden Fall erstrebenswert. So im Kern heruntergebrochen bedeutet Anarchie in der simpelsten Verständnis ja nur die Abwesenheit von Machtstrukturen. Ne? Die Befreiung des Seins, die Befreiung der Selbst. Ohne Führung, ohne Macht, ohne Obrigkeit, ne? Kein Volk, kein Staat, kein Fleischsalat. Wir denken Anarchie gleich ohne Gesetze. Nein, überhaupt nicht. Also so, der anarchistische Gedanke heißt nicht, dass es eine Gesetzlosigkeit gibt, sondern mehr, dass es eben kein Monopol gibt, dass dieses Recht, das dann auch eben nicht für alle rechtens ist, ersetzt die Gesetze um. Das können Gesellschaften eigentlich ganz gut so, ne? Also man stelle sich einfach mal eine Welt vor, in der eine Gesellschaft überzeugt ist, dass gewisse Dinge getan werden sollten und gewisse Dinge nicht getan werden sollten. Und in solchen Strukturen kann dann ein Miteinander dafür sorgen, dass dies dann eben auch durchgesetzt wird. Ja. Also Anarchie bedeutet nicht, dass es keine Gesetze gibt oder geben kann. Dass das Alpha in Alpha Kevin für sowas wie eine Andrew Tate Mentalität steht. Ich kann das wirklich nicht mehr. Das ist so dumm einfach. Warum wird Alpha Kevin jetzt eigentlich wieder devokisiert? Weil es einige Linke gibt, die einen absurden Anspruch an Perfektion haben und einen absurden Anspruch an Makellosigkeit und einen absurden Anspruch an ultimativer Aufgeklärtheit, dass sie es nicht nachvollziehen können, dass jemand wie Alpha Kevin, der auf einem sensationell guten Weg gewesen ist und auch immer noch ist in meinen Augen und viele progressive Werte vertreten hat, ganz viele Dinge anfängt zu verstehen, ist ja auch sehr jung noch, und eben mit einer ungeheuren Reichweite und damit verbundenen Verantwortung konfrontiert ist und jetzt dann bei einer Geschichte vielleicht nicht gänzlich auf der Linie gewesen ist, wo man sein kann, wenn man bis zum Ende aufgeklärt worden ist. Und dann wird natürlich direkt alles andere ad absurdum gestellt und man konzentriert sich auf die Unterschiede und nicht auf die Gemeinsamkeiten und drängt den damit wieder zurück, wo er hergekommen ist. Ne? Das ist sehr, sehr traurig. Ich finde, das ist ein Bärendienst. Ich finde, es ist ein Bärendienst für linke Werte und für linken Aktivismus im Internet, für unseren kleinen Mikrokosmos hier auf Twitch. Wenn wir jemanden wie Alpha Kevin jetzt wieder konsequent als Feind bezeichnen und ihn voll uns stoßen und unsere Zeit damit verschwenden, den anzugehen. Bärendienst ironisch gemeint, war. Bärendienst ist immer so eine gewisse Ironie beim Begriff Bärendienst, weil Bärendienst bedeutet, dass man etwas Negatives für die eigentliche Bewegung macht. Ich habe mich, by the way, damals genau so genannt, weil... Und ich habe, das ist auch nur eine Vermutung, ich habe eben auch das Gefühl, dass ganz, ganz viele von diesen Menschen, die jetzt gegen Alpha Kevin vorgehen oder gegen Gronkh oder so, auch einfach nur eine enorme Frustration in sich verspüren, einen enormen Frust verspüren und am allerliebsten tatsächlich was gegen rechts machen würden, dann aber aus verständlichen Gründen Angst vor repressiver Gewalt haben und deswegen lieber gegen so einen Alpha Kevin antifaschistisch tätig sind, weil man da eben nichts erwarten muss, außer vielleicht mal so ein Video, ne? Was ja dann auch keine großen Konsequenzen mit sich zieht, verglichen mit dem, was man bekommt, wenn man sich mit Rechten anlegt. Weil ich nirgends erkannt werden wollte und ich brauchte einen ziemlich dummen und prägnanten Namen für einen Unterhaltungskanal. Das war's. Das ist der Grund, weshalb ich Alpha Kevin heiße. Das Alpha hat aber nichts mit irgendeinem Alpha-Gehabe zu tun. Aber da merkst du einfach, wie sehr die Leute sich mit mir beschäftigen. Das habe ich übrigens Lucy auch erklärt und sie schrieb dann, es interessiert mich nicht. Geh in den Wald, wenn du dich für ein Tier hältst und jetzt hör auf zu jammern. Lucy, 2023.
hat ein Tier als Profilbild. Da frage ich mich aber auch immer wieder, sag mal, wollen die sich eigentlich so blamieren? Und da komme ich nämlich nochmal auf Dave zu sprechen. Er schrieb nämlich folgendes: So ernst zu nehmen, wo du den Null-Follower-Account als die Bubble darstellen willst. Das war bezogen auf mein Video von damals, als ich meinte, dass mir jemand schrieb, dass ich plötzlich rechts sei und das ist dann praktisch die woke Bubble. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Null-Follower-Account gar nicht so alleine dasteht und schon die Bubble repräsentiert. Denn offensichtlich ist ja jeder, der scheinbar nicht eurer Meinung ist, rechts, transfeindlich und so weiter. Dieses Bild zeigt sich ja in diesem Video perfekt. Und es sind ja auch offensichtlich nicht ein paar Leute, sondern es sind ziemlich viele Leute, die genau diese Scheiße schreiben. Und man erkennt dann auch plötzlich, was so einige denken, wenn man aus dem Osten kommt. Naja, Chemnitz bekommt man aus dir auch nicht raus. Also das ist höchstwahrscheinlich eine Anspielung darauf, dass... Freunde, erstens Karl-Marx-Stadt, zweitens, was hat denn das jetzt damit zu tun? Chemnitz bekommt man da nicht raus. Die Pfeife, wer auch immer das ist, die das geschrieben hat, die weiß anscheinend nicht, wie stabil der antifaschistische Widerstand in Karl-Marx-Stadt ist. Chemnitz hat eine der größten antifaschistischen Szenen in Deutschland. Warum? Weil es in Chemnitz ultra viele Nazis gibt. Wo immer viele Nazis sind, organisieren sich ganz viele junge, stabile Leute oder ältere, stabile Leute in antifaschistischen Strukturen. Das ist, da können wir uns alle eine Scheibe abschneiden oder zwei oder drei. Dass in Chemnitz sehr viele Nazis leben. Zumindest hat man das in den Medien mitbekommen und... Und die leben gefährlich. Ja, das kommt noch dazu, Chris. Wenn du in Chemnitz Antifaschist bist, dann lebst du gefährlich. Sehr gefährlich. Ich denke, deswegen steht Chemnitz auch nicht so positiv da. Echt eine wilde Nummer. Aber das fasst es, finde ich, ziemlich gut zusammen. Davor denkt ihr, ich wäre... Du machst halt bei dieser Scheiße hier mit. Zuletzt hatte ich immer gedacht, du seist da etwas durchdachter unterwegs. Punkt, 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 Punkt. Ja, ist er auch. Er ist auch da, was das angeht. Sehr viel durchdachter als die allermeisten Meinungsblogger. Und deswegen ist es ja umso bedauerlicher, dass jetzt dafür gesorgt wird, dass solche Quatschköpfe den wieder zurück in die Mitte prügeln. Ne? Geht mir jegliches Verständnis für. Ein durchdachter, cooler Typ, weil ich hin und wieder eurer Ansichten war. Jetzt ist das aber einmal nicht so der Fall. Zack, bin ich doch nur ein Chemnitzer, weil die ja mit Nazis in Verbindung gebracht werden. Ist wild, aber was will man noch machen? Und weil ich übrigens Kritik gegenüber den Kronk-Hatern geübt habe, wurde dann auch geschrieben, dass in meiner Kommentarsektion etliche Nazis waren, die man direkt blocken musste. Was, by the way, nicht mal stimmte, aber hey. Ja, natürlich, das wird stimmen. Das wird stimmen. Der Grund dafür ist aber, weil wir eine ziemlich verhältnismäßig lose Kritik an Alpha Kevin derzeit üben und auf den einprügeln. Und wer kommt dann und biedert sich an? Das ist doch immer das Gleiche. Mein lieber Scholli, ey, dass das auch nicht verstanden wird. Klar, jemand, der solche Tweets macht, der zieht bestimmt die ganze Nazi-Bubble auf seine Seite. Da hast du auf jeden Fall recht, das ist extrem logisch. Ich meine, ich bin ja ein Ossi und da kann man das Klischee weiter füttern. Das ist genau der richtige Ansatz. Ich kann wirklich nur sagen, ihr seid für mich echt die größten Lappen im Internet, anders kann ich das nicht formulieren. Nur solange es passt, akzeptiert ihr die Meinung anderer. Sobald man aber mal gegen euch ist, dann ist man direkt rechts, dann ist man transfeindlich oder sonstiges und das ohne Anhaltspunkte. Man merkt halt einfach, wie diese Bubble sich immer weiter entlarvt und man muss eigentlich gar nichts weiter machen. Ich mache dieses Video nur, weil erstmal bringt es Content, zweitens ist es dumm und es ist auch teilweise auf mich bezogen. Und das größte Problem ist aber trotzdem noch, das waren bei weitem nicht alle. Es gibt etliche weitere Kommentare, die gleiche Scheiße geschrieben haben. Er fühlt sich ernsthaft verraten. Es ist auch ein harter Tritt, glaube ich. Ich denke, dass Olli sich auch die letzten Monate oder im letzten Jahr immer mehr verstanden gefühlt hat, auch von progressiv denkenden Menschen und dass er sich auch mit diesem Selbstverständnis sehr wohl fühlt. Und wenn er dann aus einer ehrlichen Unaufgeklärtheit vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas sagt, das vielleicht nicht so durchdacht ist oder was man anders hätte ausformulieren können und müssen, wenn wir dann anfangen, dem direkt auf die Fresse zu hauen dafür, dann hat das nichts mit irgendeiner linken Wertevermittlung zu tun. Gar nichts. Das kann man darauf schieben, kann sich hinstellen und man kann sagen, ja, aber das ist ja auch, Kritik ist wichtig und wenn wir aufhören, uns zu kritisieren, wo landen wir? Können wir alles machen, aber das sind die Konsequenzen. Das kommt daraus. Ganz andere Frage, wenn man sich schon so sehr über jemanden oder eine ganze Gruppe aufregt und möchte, dass die Kommunikation besser wird, wieso beleidigt man dann einfach bei einer Aufnahme? Das könnte man doch rausschneiden und anders formulieren. Keine Ahnung, was du meinst. Das musst du konkretisieren, Prinzess Oni. Haben. Also, falls ihr jetzt Mitleid mit mir habt und starke Schmerzen bekommt, dann lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Das würde mich sehr freuen, auch für den Algorithmus. Ich brauche euch in dieser schwierigen Zeit. Ihr merkt, mir geht's immer schlechter. Damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bitte lasst ein Like da. Das würde mich sehr, sehr freuen, denn die Schmerzen sind sonst nicht auszuhalten. Und jetzt macht's. Aber er reproduziert jetzt auch schon seit Monaten die Kuchenvideos. Ist aber nicht so, als wenn er sich weiterentwickeln würde. Wirklich? Das ist jetzt nicht in meiner Wahrnehmung so. Also, du kannst recht haben. I don't know. Aber ich habe das jetzt nicht so wahrgenommen, dass er Kuchen-TV-Videos reproduziert. Die letzten Monate, okay. Fake Gewinnspiel, Flirt-Coach-Bashing, YouTuber, die sich selbst zerstören, Tilos sinnlose Verherrlichung von Drogen, Mois wahres Gesicht, Klicks mit Videos über Toten, Basis heftiger Absturz, Positionierung
gegen Dings. Geht Fritz Meinecke hiermit wieder zu weit? Das habe ich noch nicht gesehen. Dieser TikTok wird ein Mund. Blablabla. Beef des Jahres. Komplett die Ehre genommen. Wieder Skrulls vs. Sugar Beef. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er da die Inhalte reproduziert. Eine zweiter Kanal, Karl. Ah, okay. Problem bei sowas ist halt, du weißt nicht, ob das intrinsisch bei Alpha Kevin so gesehen wird oder ob er Klicks damit machen will. Das sind zwei Ebenen, die man im Influencer-Spiel trennen muss. Ja. Kritik kann man auch ausdrücken, auch, ja, ohne zu treten, indem man auf Positives referiert, ja, und dann sachliche Kritik anschließt. Manche Leute sind lost und da kann man auch treten, aber dazu würde ich Alpha Kevin jetzt nicht zählen. Ich auch nicht. Also wie verhalten wir uns jetzt richtig, wenn wir Alpha Kevin nicht verlieren wollen, aber ab und zu Kritik angebracht ist? Ja, so wie sich Linke nun mal verhalten, solidarisch, oder nicht? Verstehe ich, die permanente Öffentlichkeit verhindert manchmal die Meinungsbildung als Creator. Nein. Ich glaube nur, dass zum Teil der zur Meinungsbildung eben auch gehört, wie das aktuelle Stimmungsbild ist. Ich glaube, dass man sich als Person, egal wie alt oder versiert oder aufgeklärt man ist, sich durchaus von Zuschauerreaktionen beeinflussen lässt in der eigenen Meinungsbildung. Ja. Und das kann positiv und auch negativ sein. Das Internet oder auch gerade so als Content Creator oder Teil von so einer Community beschäftigt man sich automatisch mit Themen, mit denen man sich vielleicht privat gar niemals beschäftigt hätte. Ja. Bei mir waren das ganz, ganz viele Dinge, mit denen ich privat absolut nichts zu tun gehabt hätte. Ne? Veganismus wäre ich ohne das Internet nicht so weit gekommen, wie ich bin. LGBTQIA+-Rights wäre ich nicht so weit gekommen, wie ich bin, weil ich einfach in meinem kleinen, dummen Leben absolut keinen Bezug habe dazu. Und das Internet sorgt dafür, dass Menschen aus unterschiedlichen Marginalisierungen ihre Betroffenheit zum Ausdruck bringen können und ich dann die Möglichkeit habe, mich damit zu beschäftigen. So, das ist unglaublich positiv. Und jetzt gehen wir in den Bereich, der dann gefährlich wird. Also in Anführungsstrichen gefährlich wird. Und zwar, wenn eine weitestgehend unaufgeklärte Masse an Zuschauern anfängt, ein sehr simples Bild zu reproduzieren und du deine Meinungsbildung dann auch aus diesen Aussagen herausziehst und dann in relativer Influencer-Manier versuchst, am Zahn der Zeit zu bleiben. Also schnell, 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 jetzt, klicks, klicks, klicks. Dann kommt es zu solchen Geschichten. Die Frage ist vielmehr, wie Aufgeklärte damit umgehen. Das ist für mich die Kernfrage. Weil was wir alle wollen, ist Anschlussfähigkeit. Wir alle wollen, dass die Werte, die wir vertreten, die moralisch richtig sind, auch transportiert werden und angenommen werden können von Menschen, die noch nicht so weit sind. So, dann ist Umgang mit Kritik, ne, und Kritik, Ausformulierung als Ganzes unsere stärkste Waffe und unsere größte Hürde. Weil Linke ich benutze Linke jetzt sehr populistisch, also Linke sind ja auch keine homogene Masse und das ist das Problem oder das ist eines der vielen Probleme. Aber ich sag's jetzt einfach der Einfachheit aber. Linke haben diesen unglaublichen Anspruch an Perfektion. Linke erwarten von jedem Menschen, dass er in allen Themen immer und zu jeder Zeit, insbesondere wenn er in der Öffentlichkeit steht, zu 100% delivert. Und das ist ein absurder Anspruch an Menschen. Absurd. Und unsere Anschlussfähigkeit verlieren wir, weil wir dieses Maß an Perfektion transportieren. Und dann auch in unserer Kritikausübung sehr unsolidarisch sind. Wenn wir uns hinstellen und so einen Alpha Kevin als Lappen bezeichnen, ja, was machen wir denn damit? Und das ist doch basic one-on-one. So funktioniert doch Internet und so funktioniert Politik, Popkultur. Ist schon immer so gewesen. Linke stellen sich hin und erwarten Perfektion, kommen dann oftmals sogar mit Beleidigungen oder anderen Dingen aus einer oftmals moralisch erhöhten Position. Und Rechte stellen sich hin und sagen, der ist gemein zu dir, der ist auch gemein zu mir, komm doch zu uns. Ja, so funktioniert das. Willst du mit einer Aktion die Welt verbessern oder willst du deine Hybris füttern? Diese Frage sollten sich alle immer wieder stellen. Mich eingeschlossen. Ja, mich auch zweimal und doppelt eingeschlossen. Hey Tilde, ich weiß, du bist ein großer, guter Mensch. Und ich war überzeugt, dass du das Richtige tust. Ganz, ganz groß, mein Freund. Nein, sorry, Dekadent. Wenn ich inzwischen von einem überzeugt bin, dann kann das leider nicht alle Anschlussfähigkeit wollen. In Klammern, sorry, falls du das pauschal gemeint hast und ich das nicht gemerkt habe. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass nicht jeder will, dass man hier Anschluss hat. Dafür sind viel zu viele so toxisch, das kann nicht einladend sein. Aber das habe ich doch genau gerade kritisiert. Das ist doch genau das, was ich kritisiert habe. Dass eben genau diese Anschlussfähigkeit, also das Überzeugen von Werten, die Übernahme anderer Menschen meiner eigenen Werte, von denen ich moralisch überzeugt bin, sehr schwer gemacht wird. Weil Leute, die nicht aufgeklärt sind, aufgrund dieses enormen Anspruchs an Perfektion von Linken gar nicht erst die Möglichkeit haben, sich aufklären zu lassen. Das hier, also hier, ist das ja ein Paradebeispiel für absolut unmögliche Anschlussfähigkeit von Linken. Dieser Stream hier ist ein Paradebeispiel dafür. Wenn du hier reinkommst und keine Ahnung von Tuten und Blasen hast, nicht aufgeklärt bist, nicht im Anfang, dann kommst du hier rein, stellst eine Frage und die ist dann auch aus einer aufgeklärten linken Perspektive sehr dumm und dann wirst du dafür ausgelacht. Und zwar nicht nur vom Chat, sondern in vielen Fällen auch von mir. Zu was führt das denn? Dass die Leute sich linke Werte mal anschauen und darüber nachdenken? Nö. Das sorgt dafür,
dass sie sich denken, was sind das für Spinner? Und dann müssen wir, und das müssen wir immer wieder tun, uns überlegen, was wir eigentlich erreichen wollen. Ne? Und da kämpfe ich auch permanent mit mir selber, weil ich meinem eigenen Anspruch da auch oftmals gar nicht gerecht werden kann, ne? Und auch nicht gerecht werde. Und mein eigener Anspruch ist es ja, dass die Werte, von denen ich moralisch überzeugt bin, auch von anderen Menschen wahrgenommen werden können. Weil ich ja weiß, dass es das Richtige ist. Ich weiß das. Und ich weiß, dass jeder Mensch, wenn er denn die Möglichkeit bekommt, über diese Themen nachzudenken, zu dem gleichen Entschluss kommen kann. Und in vielen Fällen zu dem gleichen Entschluss führt. Diese ablehnende Haltung, dieses, ich bin aber jetzt schon moralisch über dir, weil ich jetzt schon da bin und mein Leben lang, und das ist ja auch ein Privileg. So, mein Lieber, wie privilegiert bin ich denn, wenn es um linke Werte geht? Wie privilegiert bin ich denn? Ich dachte, ein Großteil meines Lebens ist völlig normal, ne? Mit linken Werten aufzuwachsen. Nee, ist nicht. Ganz, ganz viele haben unpolitische Eltern, unaufgeklärte Eltern. Ich hatte einen Vater, der in den fucking 70ern mit Gerhard Schröder, und das ist kein Witz, mit Gerhard Schröder, als der noch links gewesen ist, Flüchtlinge über die Grenze geschmuggelt hat. Mit fucking Gerhard Schröder, da war der Vorsitzende der Jusos. So, mein Vater hat mit Gasgernt gechillt. So, 68er-Revolte mitgemacht. Und der war in Hamburg. Wie fucking privilegiert kann man denn sein? Da wurden einfach fucking linke Werte reingeprügelt von Anfang an.